Die Technische Schule der Luftwaffe in Kaufbeuren erwartet hohen Besuch. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kaufbeurer Dialog hielt Joachim Gauck einen Vortrag zum Thema Freiheit, Verantwortung, Bürgersinn. Die Veranstaltungsreihe soll der Bundeswehr auch bei der Öffnung nach außen helfen. Der Kaufbeurer Dialog ist eine Veranstaltung, die an der Nahtstelle von Bundeswehr und Öffentlichkeit klar machen soll, dass wir nicht nur ein mit Stacheldraht umzäunter Arbeitsplatz sind, sondern dass wir Teil der Gesellschaft sind und hier in Kaufbeuren auch teilhaben möchten am Stadtleben. Das Lied von der Kleinen Weißen. Joachim Gauck sprach gewohnt souverän vor den rund 200 Zuhörern und warnte vor den Gefahren der Ostalgie und der Verharmlosung der Stasi. Gauck ist froh, dass die Stadtsicherheit nicht über die Möglichkeiten des Internets in seiner heutigen Form verfügte. Ja, also wir hatten Gott sei Dank mit dem Stasi-Chef Mielke einen sehr dummen Menschen, der Mühe bewegt werden konnte, überhaupt die neuen technologischen Möglichkeiten zu nutzen. Er hat das grundsätzlich verdächtigt. Natürlich gab es dann auch andere Leute in den Führungsebenen, die dann kräftig aufgerüstet haben, was die elektronische Datenspeicherung betrifft. Aber sie haben relativ spät damit angefangen. Sie hätten gigantische Möglichkeiten, gigantische. Und da kann man sich nur freuen, dass diese perfiden Menschen und diese Riesenapparate diese Möglichkeit nicht hatten. Nach Klaus Kinkel, Jörg Schönbohm und Egon Bahr ist Joachim Gauck der vierte hochkarätige Politiker, der am Kaufbeurer Dialog teilnimmt. Der Freiheitskämpfer referiert mit Verstand und Witz. Ich will ja niemanden hier im Saal zum Täter machen, obwohl ich natürlich immer in der Versuchung bin zu sagen, erste Reihe, alles SED. Der Kaufbeurer Dialog wird fortgeführt. Traumkandidat Nummer 1 ist Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Wie würden die Veranstalter da mit dem Rauchverbot umgehen? Ich könnte mir vorstellen, wenn er nur unter dieser Bedingung kommt, lässt sich auch darüber reden.